Hallihallo, hier ist Florian. Und Caro vom Theater Strahl. Heute steht der Tanz im Vordergrund. Wir arbeiten mit euch zu unserem neuen Tanzstück Can't Touch This. Und wie der Titel schon verrät, geht es dabei um Berührung. Einige von uns werden verletzbar. Berührung ist Provokation. Berührung ist schön. Berührung ist fehl am Platz. Berührung ist überlebenswichtig. Wer bestimmt, ob eine Berührung angenehm oder peinlich ist? Wir wollen berührt werden. Aber wie? Wir starten mit einem Schreibexperiment. Ich nenne euch gleich einen Satzanfang und ihr schreibt zu diesem Satzanfang 3 Minuten lang. Und zwar ohne den Stift abzusetzen. Jeder Gedanke, der kommt, ist erlaubt. Wenn euch gar nichts einfällt, dann schreibt immer einfach so lange den Satzanfang, bis wieder ein neuer Gedanke kommt. Seid ihr soweit? Auf geht's! Der Satzanfang lautet: Es berührt mich, wenn. Wir kommen jetzt zum praktischen Teil, zum körperlichen Teil. Und dafür möchte ich, dass wir an das Thema Berührung weiterarbeiten. Und zwar jetzt an, was vermisst du von Berührungen? Und dafür möchte ich wirklich, dass wir an das Gefühl kommen und dass die Bewegungen von diesem Gefühl rauskommen. Das heißt, ich werde euch bitten, mit Augen zuzuarbeiten. Dann bist du mehr bei dir. Und werde ich auch machen, dass wir einfach die Augen zuschließen und uns wirklich vorstellen, wie war das, wenn oder wenn. Und genau das, diese Feinheit will ich suchen. Okay? Das heißt, das werdet ihr machen und ich auch. Jetzt nehmen wir wieder unsere Texte aus dem kleinen Schreibexperiment zur Hand und sprechen Sie mal über die Bewegungssequenz, die Florian gerade entwickelt hat. Und dann schauen wir mal, wie der Text die Bewegung und die Bewegung den Text verändert. Oder besser gesagt, wie die sich gegenseitig kommentieren. Es berührt mich, wenn wir uns nahe kommen, obwohl wir einander fremd sind. Es berührt mich, wenn die Vögel singen und der Himmel lacht. Es berührt mich, wenn du berührt bist. Es berührt mich, wenn es auf einmal still wird. Es berührt mich, wenn eine Hand auf der anderen liegt. Ohne jedes Wort. Just
Als nächstes arbeiten wir an das Nein sagen, aber mit dem Körper. Manchmal sind Berührungen angenehm, manchmal sind die unangenehm. Und wie klein kann ein Nein sein? Und dafür werden wir arbeiten an Berührungen und dann der Körper sagt einfach Nein. Dann eine Berührung und der Körper sagt Nein, danke. Oder Berührung und der Körper sagt Nein, auf keinen Fall. Und diese ganze kleine Feinheiten wollen wir üben. Dafür werden wir aber zu zweit arbeiten, mit Abstand. Jetzt versuchen wir mit den Bewegungen das Gegenteil zu machen. Also mal zu jeder Bewegung, die euer Spielpartner, eure Spielpartnerin vorgibt, Ja zu sagen. Der eine folgt, der andere führt. Ihr könnt euch auch vorstellen, der eine ist der Marionettenspieler, die Marionettenspielerin und der andere die Marionette. Das heißt, immer wenn der eine am Faden zieht, an dem jeweiligen Körperteil, muss das mitgehen. Das macht ihr einmal in dem Durchgang und danach könnt ihr auch nochmal tauschen. Das heißt, wer zuerst Marionette war, wird im zweiten Durchgang zum Marionettenspieler, zur Marionettenspielerin. Säugetiere. Mammalia. Sind eine Klasse der Wirbeltiere, die sich besonders durch die Fähigkeit der Mütter, ihren Nachwuchs mit ihren Milchdrüsen zu säugen, kennzeichnen. Daraus leitet sich ihr Name ab. Mammalia. Einer von uns wurde als Kind von seinen Eltern nicht in den Arm genommen. Einer von uns wird nervös, wenn andere ihn zu lange beobachten. In your sky, we is pleasure, boom, she pleasure. Das war's für heute, Leute. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Impulse mitgeben, wie man das Thema Berührungen tänzerisch umsetzen kann. Und nicht vergessen, diese Impulse sind nur da als Anregung zu sehen. Fühlt euch frei, eure Ideen umzusetzen, genauso wie ihr das wollt.
Experimentiert mal. Alles, was ihr wollt. Es ist für euch. Bis zum nächsten Mal im Theater Strahlen.